Grundlage meiner Arbeit wäre eigentlich, dass ich versuche, Momente einzufangen. Ich improvisiere einfach bis zu dem Punkt, wo ich irgendwas finde, was ich catchy finde. Hier habe ich so, das sind eigentlich so die Main Overheads. Zum Beispiel nehme ich gerade Drums auf, die sind auf Rollen, dann kann ich die einfach hier rüberschieben. Wenn ich eher was so in dem Bereich aufnehmen möchte, kann ich sie einfach mitnehmen. Oder ich nehme die hier, die ich auch praktisch einfach hinschwenke, wo ich es brauche. Oder in dem Eck ist gerade eins platziert, wo ich die Steel Drum aufnehmen möchte, kann ich die schnell platzieren. Das ist hier die neueste Anschaffung, so eine Zither. Klingt ganz cool mit so einem Chorus. Drauf, genau. Nehme ich mit dem Pickup ab und gehe in so eine Effektschleife rein und finde den Sound wahnsinnig schön, weil alles so schwebt. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Zither eigentlich spielt, aber ich mag es, das Instrument so für mich kennenzulernen. Was ich selten mache, ist so das Offensichtliche zu spielen bei dem jeweiligen Instrument. Also es ist oft halt viel interessanter, eher so ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Was man normalerweise mit dem Instrument machen würde, kennt man ja schon. Man kann ja gucken, was noch so möglich ist damit. Das ist so eine indische Trommel, eine Dolak. Die hat zwei Sounds, eine Tiefe und einen Hohn. Schon was, so was Verzerrtes. Ich habe einen viel größeren Fokus eigentlich auf Klangmanipulationen gehabt, also Präparationen von Instrumenten. Zum Beispiel bei dem Instrument, das sind einfach Klangschalen, die man natürlich eher einfach gestrichen einsetzen würde. Aber ich finde es zum Beispiel auch ganz interessant, die als Melodieinstrument zu verwenden. Meistens ist es so, dass ich eigentlich mit einer bestehenden Grundidee improvisiere und versuche gleich einen ganzen Take zu machen. Mache eine zweite Schicht drüber mit einem anderen Instrument und dann layer ich eigentlich so lange, bis ich denke, es ist fertig. Bei den meisten Tracks ist es eigentlich so, dass der Beat ganz klar von irgendwelchen Trommeln oder Percussions kommen. Hier ist es aber andersrum. Der Beat ist eigentlich diese Tong Drum. Das Mikro habe ich auch irgendwo hier eigentlich total in das Instrument selbst rein. Je näher man hingeht, desto mehr hört man diese ganzen kleinen Obertöne. Diese Spur, die heißt Tong Loop, wo es relativ durchgeht, aber man sieht, dass es ein bisschen in der Dynamik variiert. Das ist das Pattern und man kann es entweder als Dreier-Pattern hören. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins. Oder man kann ihn als Zweier-Rhythmus hören. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Finde ich aber ganz interessant, je nachdem, wie man gerade drauf ist, den Song irgendwie schneller oder langsamer fühlen kann, obwohl dasselbe ja passiert, aber der Bezugspunkt ändert sich. Am Anfang der Tracks oft, wie ich noch mal kurz den Ton check oder wo ich genau auf der Trommel hinhaue. Man hört mal, wie ein Stick runterfällt. Ich finde, das bringt ein bisschen Leben rein und macht das Ganze irgendwie sehr organisch. Da gibt es zum Beispiel auch diese eine Spur am Ende, wo man den Hund so durch den Raum laufen hört. Ja, genau. Was ich übrigens ganz gern mache, den Hund zum Beispiel hier zu haben als Publikum während dem Aufnehmen, einfach weil es eine andere Situation schafft. Bei dem Track Chilu, für mich ist es ein total elektronischer Track, gespielt mit Percussion-Instrumenten. Das erste, was eigentlich stand, war dieser Beat auf der Calabash.
der Beat. Genau, also der Beat geht dann hier rein in den Primal Tap. Das ist ein ganz schneller Delay, also mit hohem Feedback nah am Beat dran. Und dann steht dieser Ton wie so eine Drohne, die durch den ganzen Song geht. Und das andere wichtige Element ist eigentlich das Balafon. Und zwar einfach mit der Line. Geht dann über die Kürbisse rein. Die haben hier so eine kleine Schicht mit Plastik. Und diese kleine Plastiköffnung hier gibt diesen verzerrten Sound. Das Balafon ist eigentlich ein bisschen runtergepitcht. Also das normale Balafon, aber zusätzlich läuft noch eine zweite Spur dazu, wo ich es eine Oktave tiefer gemacht habe. Deswegen klingt es auch sehr bassig. Das Balafon ist eher sehr straight. Die Calabash geht so ein bisschen dagegen und ist eher busy. Also wir haben dieses steady Fundament und drüber bewegt sich ganz viel. Ist einfach nur ein improvisierter Take mit den Sounds. Da kommen zum Beispiel diese Schalen auch vor, die immer so einen Anker im Song legen, alle 16 Takte. Die gehen auch in den Chorus rein, aber auch in diesen VT1. Deswegen klingen die so mega kaputt. Und dazwischen kommen einfach einzelne Sounds, wie die Glocken hier zum Beispiel. Genau. Also ich habe den Track laufen und dann habe ich noch so eine Besenspur drüber gemacht, wo ich einfach hier am Boden mit den Besen dazu improvisiere. Relativ nah mikrofoniert. Dann geht die hier auch in so einen Gated Reverb, bisschen EQ'd. Ist wie so ein Störenfeed im Track. Generell der Workflow ist befreiend. Was ich eigentlich mache, ist, ich mache Musik mit mir selbst. Ich improvisiere und dann improvisiere ich auf eine Spur von mir selbst. Ich finde auch, die Sachen, wie sie rauskommen, sind auch nur eine Art Momentaufnahme, wie der Track sein könnte. Das Album beginnt mit dem Track Pingo, was ich ganz gut fand als Eröffnungstrack, weil er einfach vieles zusammenfasst, was auf dem Album passiert. Außerdem fand ich den Anfang ganz cool als ersten Track. Es geht los, es gibt eine Pause, es geht los, es gibt eine Pause. Und dann geht es erst irgendwann richtig los. Das Grundpattern wäre eigentlich mit dem hier. Wir haben einen Steady Puls, einen Vierviertel Puls, aber darüber bewegen sich drei Siebener Gruppen und eine Elfer Gruppe. Das ist eigentlich inspiriert von dem indischen Rhythmussystem, wo man Rhythmikblöcke aneinander reiht. Und ich hatte irgendwie die Idee, dass es so klingt wie jemand mit acht Armen, der dieses Balafon bedient. Es läuft ständig dieses 16. Raster durch, aber die Betonungen sind sehr synkopisch immer dagegen. Dieser Sound vom Balafon hat für mich auch schon irgendwie so was Elektronisches, Verzerrtes. Also die Melodie ist, das ist eigentlich alles auf der Tongdrum entstanden. Und es gibt immer so eine Art Frage und dann eine Antwort von diesem tiefen Grundton. Ich habe es ganz normal einmal recorded und dann das Ganze auch noch nach oben gepitcht, einfach damit es ein bisschen mehr Präsenz bekommt. Genau, das ist praktisch dasselbe nochmal eine Oktave höher gepitcht. Die Melodie schwebt eigentlich so frei über dieses Balafon-Beat-Gewulst. Und kommt aber immer mit diesem tiefen Ton wieder daheim an. Kommt es zur Ruhe, genau. Das sind auch wieder so 80er Jahre Dabuka-Antworten auf dem Beat, die einfach so Eckpfeiler legen.
Was ich hier auch gemacht habe, war so eine Fläche eigentlich. So eine hohe Drohne, die aber komplett, also fast schon so kaputt klingt. Die geht auch in diesen Pitch-Shifter hier. Und genau, geht in diesen Echo-Chord hier, wo ich ein bisschen einfach mit der Delay-Time rumspiele. Die Spur heißt Effekt-Test und hat es sogar auf den Track geschafft.